Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Spieltagspressekonferenz an einem Dienstag anlässlich unseres Spiels in der englischen Woche morgen Abend im Ludwigspark gegen Borussia Dortmund 2. Wir gucken auf das Spiel und auf die zurückliegenden Tage mit unserem Trainer Uwe Koschinat, hallo, und mit Derbysieger Tobi Jänicke, hallo, der aus ganz besonderem Anlass heute mit hier sitzt, denn er wird am Mittwoch seinen 250. Einsatz in der dritten Liga haben. Und das wollen wir natürlich auch in dieser Pressekonferenz berücksichtigen. Uwe, man sieht dir eine gewisse Gelassenheit an. Am Samstag wurde was Großes geschaffen. Wie fühlt sich ein Derby-Sieg an und wie geht man im Training damit um, wenn gleich am nächsten Mittwoch schon wieder ein Spiel ansteht? Also jetzt kann ich aus der Erfahrung heraus sagen, besser als eine Niederlage. Definitiv. Glaube, dass jede Saison, jede neue Saison natürlich auch neue Chancen bietet. Und es war schon elementar wichtig, dass wir dort erstens ein kämpferisches Gesicht zeigen und genau die Faktoren, die in einem solchen Spiel wichtig sind, auch in dieses Spiel transportieren. Dass wir dieses Momentum, das Elversberg hatte, entsprechend mit Körperlichkeit, mit einer gewissen Gradlinigkeit ausgebremst haben und dass wir dann eben auch das Glück hatten, 1-0 in Führung zu gehen. Ich glaube, alles, was du zu Beginn einer Saison in einem solchen Spiel benötigst, um auch eine interne Geschlossenheit herzustellen, hat dieses Derby gezeigt. Es war kein leichter Sieg, es war kein Sieg der spielerischen Leichtigkeit, sondern das muss man so ehrlich sagen, eher ein erkämpfter Sieg, bei dem wir mit Sicherheit auch unsere ordentlichen Momente hatten, aber primär uns eben darauf verlassen haben, erstmal zu Null zu spielen, unheimlich gut organisiert im eigenen Strafraum zu spielen und nochmal so dieses selbstbewusste Auftreten der Elversberger von Minute zu Minute irgendwo weniger werden zu lassen. Und dann hat die Chronologie des Spiels uns natürlich komplett in die Karten gespielt. Und ich glaube, am Ende kann man sagen, bei aller Wertschätzung für den Gegner, das hat sich dann so in den letzten Minuten angefühlt wie ein Spiel, bei dem Elversberg noch sehr, sehr lange hätte spielen können. Und es wäre dann wahrscheinlich doch kein Tor gelungen. Solche Tage gibt es. Und mit dem erlösenden 2-0 war uns dann klar, dieses Spiel, das können wir nach Hause ziehen. Und ich glaube, für unsere Fans war es eben auch eine entsprechend große Erlösung. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ganz, ganz viele Menschen am Mittwoch einfach mit einem Lächeln ins Stadion kommen werden, uns unterstützen werden, weil wir jetzt erstmal in Vorleistung getreten sind, weil wir eine Erwartung erfüllt haben. Und das kann die mit Sicherheit schweren Phasen gegen Dortmund eben auch entsprechend erleichtern. Tobi, du bist am Samstag reingerutscht, weil der Kapitän ausgefallen ist, ganz kurzfristig, und hast eine überragende Leistung gebracht, beinahe 2 Tore geschossen. Wie blickst du auf das Spiel zurück? Ja, tat weh am Ende. Also mir persönlich auch. Ja, wir haben alles rausgehauen. Ich denke, man hat gesehen, dass wir stehen K.O. waren, und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, weil man, glaube ich, dann auch richtig gespürt hat, dass wir einfach an dem Spiel alles investiert haben, was wir hatten, und nur so gewinnen wir unsere Spiele und so, nur so holen wir Punkte, glaube ich, wenn wir ans Limit gehen. Und der Trainer hat es gesagt, das war nicht das spielerische Highlight, aber ich glaube, darum ging es auch nicht in der Partie. Elversberg hatte die Vorzeichen ganz da auf seiner Seite mit der ungeschlagenen Serie, mit dem Pokalspielen, und das war schon nochmal so ein zusätzlicher Anreiz für uns, da die Mannschaft zu sein, die dann so ein bisschen in die Suppe spuckt. Und ich glaube, nach dem Spiel, das hat alles gezeigt, wenn man in einem Auswärtsspiel in alle Richtungen gehen muss nach dem Spiel, um mit den Fans zu feiern und sogar noch in den Heimblock und da auch nochmal die Welle macht, dann ist das was Schönes, macht einen stolz und macht natürlich auch Lust auf mehr. Und mehr, das gibt es dann Mittwochabend, hoffentlich. Tobi hat das Stichwort gesagt, platt am Ende, weil es ja doch ein sehr hartes, intensives Kampfspiel war. Wie hat sich das auf die Trainingsarbeit ausgewirkt? Naja, insofern, als das natürlich in der englischen Woche so der typische freie Tag entfällt, natürlich auch das große Feiern. Ich hoffe, das können wir dann am Samstag in Ingolstadt nachholen, wenn diese englische Woche entsprechend abgeschlossen ist und wir hoffentlich dann mit einer maximal hohen Punktezahl eben auch die Heimreise antreten. Logisch, wir haben jetzt jeden Tag gearbeitet. Es ging am Sonntag erstmal darum, tatsächlich so die unterschiedlichen Befindlichkeiten entsprechend zu behandeln. Es ging natürlich darum, die nicht eingesetzten Spieler nochmal zu belasten, sodass sie auf den Mittwoch vorbereitet sind und wir wirklich, was wir bisher ja auch schon gezeigt haben, jeden Spieler in der maximal guten Verfassung haben.
Und darüber hinaus war gestern quasi ein weiterer Regenerationstag angesagt, wo wir noch nicht in Inhalten gearbeitet haben, sondern wo es echt mal darum ging, den Spielern, die zwar mit einer Müdigkeit, aber ohne große Probleme aus dem Spiel gekommen sind, schon mal wieder so in die Bewegung zu bringen, sodass sie auf höhere Intensitäten vorbereitet sind. Und natürlich ist das ganz, ganz große Thema aktuell, welche Spieler stehen denn am Mittwoch zur Verfügung. Und da ist natürlich ist von einem großen Vorteil, dass wir als Trainerteam mittlerweile eben schon über einen langen Zeitraum zusammenarbeiten. Es geht natürlich auch sehr, sehr stark darum, abzuschätzen, welches Risiko gehen wir bei welchem Spieler ein. Nicht nur in Bezug auf das Dortmund-Spiel, sondern vor allen Dingen in Bezug auf längerfristige Folgen. Da müssen wir schon sehr, sehr intelligent sein. Wir sollten aber nicht rumweinen, denn in der Vergleichskonstellation ist das mit Sicherheit eher eine Luxus-Ausgangsposition, denn Dortmund hat einen kompletten Tag weniger Regeneration, dazu die lange Fahrt hier nach Saarbrücken. Und darüber hinaus haben wir einen sehr, sehr breiten Kader. Viele Spieler scharren mit Sicherheit mit den Hufen von Anfang an dabei zu sein. Insofern wird heute Nachmittag in der Trainingseinheit eine endgültige Entscheidung fallen, welche Spieler sind zu 100% einsatzfähig und das logischerweise auch im Hinblick auf eine Spielidee in Ingolstadt. Vielleicht noch ein Wort zu den angeschlagenen Spielern. Mike hat gestern trainiert, Manu soll heute wieder zurückkehren. Mhm. Ja, können wir gerade durchgehen. Also bei Mike ist der prognostizierte sichere Ausfall mal definitiv keiner. Also meine Vermutung war nach dem Spiel und am Sonntagmorgen, dass das nicht funktioniert. Aber da werden wir heute austesten, ob das doch geht. Und Mike, es gibt kaum jemanden mit so viel Erfahrung, wird das mit Sicherheit sehr, sehr gut selbst einschätzen können. Das werden wir heute zu 100% testen und dann entscheiden. Manu Zeitz hat eben diese Magen-Darm-Problematik überstanden. Dort werden wir heute auch unter etwas verschärften Bedingungen schauen, reicht das für einen Einsatz oder Teileinsatz oder macht es einfach keinen Sinn, weil er jetzt doch über einen längeren Zeitraum sich nicht durchbewegt hat. Wir werden schauen müssen bei Sebi Jakob, ob das Ganze funktioniert. Der hat einen komplett zu einem Rücken gehabt und da müssen wir heute schauen, ob er sich wirklich frei bewegen kann Richtung morgen und auch was bedeutet das logischerweise bei ihm Richtung Samstag. Dasselbe gilt für Tobias Schwede, der mit einem Problem in der Wadenmuskulatur ausgeschieden ist. Auch dort werden wir heute antesten, kann er sich zu 100% frei im Sprint bewegen und das auch über einen längeren Zeitraum. Und auch Piane Tölke hat ja eine doppelte Fürsorgepflicht, die ich erfüllen muss, im Grunde zu berücksichtigen. Also zum einen hat der Piane jetzt seit super langer Zeit zum ersten Mal 2 Spiele über 90 Minuten gemacht. Da müssen wir bei ihm einfach sehr, sehr vorsichtig sein aus der Vergangenheit heraus, weil ich glaube, die beiden Spiele haben im übergeordneten Maße gezeigt, dass wir diesen Spieler möglichst nicht verlieren sollten, weil er wirklich ein Dominator im eigenen Strafraum ist, da unheimlich viel ausstrahlt, super in der Saison ist. Und auf der anderen Seite hat er eben einen dicken Knöchel, hat sich am Außenknöchel rechts verletzt. Und da müssen wir eben auch schauen, ob das überhaupt Sinn macht für morgen und wenn, was es in der Konsequenz für den Mittwoch tatsächlich besagt. Ja, jetzt bin ich die Spieler durchgegangen, die wackeln. Andy Breuer haben wir ja bereits diskutiert, den haben wir jetzt mal 10 Tage in Zwangsurlaub geschickt. Das hat eben auch sehr, sehr viel mit Fürsorgepflicht zu tun. Der Andy hat als 16-Jähriger fantastische Schritte nach vorne gemacht im Kader, hat sehr, sehr viele Spielminuten in Testspielen gesammelt, aber es war von Anfang an klar, dass das nicht unendlich lange geht, weil er ja quasi überhaupt keine Pause hatte, weil er ja hier an unserem ersten Trainingstag noch das Hinspiel in der Relegation gespielt hat, eine Woche später das Rückspiel, dann sofort den Einstieg bei uns und das hat er hervorragend verkraftet. Auf der anderen Seite sollten wir dann nicht sehenden Auges in ein Problem laufen, das wir dann irgendwann im Herbst ausbaden und deswegen war klar, dass der Spieler eine Pause bekommt, indem er auch ein ganz klares Verbot hat, Fußball zu spielen. Und das habe ich auch mit Luca Kerber entsprechend so moderiert, dass er auch nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, aus seiner persönlichen Erfahrung heraus, welche Risiken da möglicherweise bei so einem jungen Kerl bestehen. Und deswegen ist der Andy jetzt mit der A-Jugend in das Trainingscamp gefahren, hat aber ein Verbot, Fußball zu spielen, sondern da geht es wirklich darum, dass er auch Teil dieser Gruppe wieder wird, mit seinen Kumpels, mit Gleichaltrigen zusammen ist, mal so ein bisschen runterkommt und dann nach 10 Tagen bei uns wieder einsteigt. Tobi, am Mittwoch, also um 250 Jahre hätte ich fast gesagt, Spiele, dritte Liga. Leider nicht komplett für uns, weil wir eine Zeit lang auch Regionalliga spielen mussten.
Blick mal ein bisschen auf diese 250 Spiele zurück. Was heißt das für dich? Was bedeutet das für dich? Ja, macht mich schon stolz auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, schon eine beachtliche Zahl, auf die man erstmal kommen muss, wenn man 30 Spiele pro Saison so im Schnitt, sage ich mal schaffen kann. Ja, aber das soll ja noch nicht das Ende sein. Also 250 ist super. Wir haben noch ein bisschen vor uns und ja, mich persönlich würde es natürlich freuen, so ein Jubiläum dann auch mit einem Sieg abzuschließen und dann in Ingolstadt vielleicht schon wieder den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht auch eine Vorfreude, dass es ein Heimspiel ist nach einem Derby? Ja, Mittwochabend Flutlicht im Ludwigspark. Das ist, ob es nun das 250. das erste, das 10. ist, ist, glaube ich, einfach immer was Besonderes. So Abendspiele sind generell, finde ich total geil, habe ich richtig Bock drauf immer. Und weil es einfach von der Atmosphäre was anderes ist. Und wir haben jetzt gehört, dass in Dortmund auch den einen oder anderen Fan mitbringt. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Anreiz. Und ja, ist eine super Aufgabe für uns, englische Woche das Maximum zu holen. Und der Trainer hat es gesagt, da gucken wir jetzt, dass wir heute alle auf den Platz kriegen und dann morgen ja, nachlegen. Oh, gucken wir auf den Gegner. Es wäre natürlich toll, wenn man den Derby-Sieg im Endeffekt vergolden kann gegen Dortmund. Man darf sie trotz dieser 0-4-Niederlage gegen Ingolstadt wahrscheinlich nicht unterschätzen. Ja, gerade deswegen. Man sieht in Dortmund, dass natürlich alles einem sehr, sehr klaren Plan folgt. Und ich glaube, Borussia Dortmund ist tatsächlich, das habe ich vor gut einem Vierteljahr mal gelesen, tatsächlich die Mannschaft, die sich wohl am stärksten auseinandersetzt, damit nicht nur eigene Talente durch die BVB-Schule in den Profibereich zu integrieren, sondern schon zu einem ganz, ganz frühen Zeitraum europäische Top-Talente zu verpflichten und dann über die zweite Mannschaft an den Profibereich heranzuführen. Und einige dieser absoluten Top-Talente werden wir morgen mit Sicherheit hier im Stadion sehen. Das sind Spieler, bei denen es ja nur eine Frage der Zeit ist, wann die in einer europäischen Top-Liga bei einem Top-Verein irgendwo performen. Und das ist dann ein Weg, eben solche Spiele wie im Ludwigspark vor einer hohen Zahl an Zuschauern zu bestreiten, zu bestehen, auch diese Körperlichkeit anzunehmen. Deswegen würde ich diese 0-4-Niederlage am Ende nicht zu sehr überbewerten, weil nochmal, es geht der Borussia sehr, sehr stark um Ausbildung. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kaderqualität insgesamt viel zu hoch ist, sodass die am Ende irgendetwas mit dem Abstieg zu tun haben werden. Und deswegen müssen wir uns schon auf eine nach wie vor sehr, sehr selbstbewusste Mannschaft einstellen, deren individuelle Qualität einfach wahnsinnig hoch ist. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles Spiel. Das hat man in den beiden letzten Spielen des letzten Jahres gesehen. Es gibt ein paar leichte Veränderungen im Kader, was die Herangehensweise angeht, gar nicht so sehr in der Systematik. Aber in der vergangenen Saison haben wir absolute Highflyer auf den Außenpositionen eher sehr offensiv orientiert agiert. Ich meine, wenn man sich an das Hinspiel erinnert und den Kampf von Dodo Ernst gegen Knauf und sieht dann ein paar Monate später, wo dessen Weg hingeführt hat, dann ist das schon klasse. Es sind viele Spieler, gerade die offensiven Außenbahnspieler, auch Vitacci, sind eben im Profibereich gelandet, haben den nächsten Schritt gemacht. Da spielen jetzt eher ausgebildete Außenverteidigertypen, ist also eine etwas andere Positionierung. Darüber hinaus haben die Dortmunder letztes Jahr immer mit eigentlich zwei Zehnern gespielt, also wirklich so Spielmachertypen, die auch beide ja den Sprung in den Profibereich geschafft haben. Der eine zu Waldhof Mannheim Taz und der andere nach Braunschweig. Das haben sie ja jetzt ersetzt durch einen anderen Spielertypen. Michael Eberwein, in der dritten Liga sich bestens auskennt, schon unheimliche Torgefahr, Körperlichkeit auf den Platz bringt. Das sind so etwas die Unterschiede. Und trotz alledem sieht man eben eine sehr, sehr klare Spielanlage, eine unheimlich mutige Art, eine sehr attraktive Spielweise. Deswegen glaube ich, wird das einfach ein tolles Spiel. Tobi, du mit deiner großen Erfahrung. Kommt jetzt gleich. Kommt gleich. Tobi, du mit deiner Erfahrung. Wie kann man ausblenden, dass es am kommenden Mittwoch um eine Zweiermannschaft geht und dass man das dann irgendwie automatisch unterschätzt? Nee, das kann ich, glaube ich, ausschließen, weil wir wissen schon, was da auf uns zukommt. Zweite Mannschaft sind unangenehm zu spielen, immer, egal welche zweite Mannschaft, sind immer gut ausgebildet, immer schnell, laufen viel, verlieren kaum einen Ball. Und ja, ich glaube, von der Anlage her ist es gar nicht so ein Unterschied zu Elversberg. Die wollen auch Fußball spielen, spielen, glaube ich, auch einen guten Ball und wir müssen einfach unsere Tugenden
da wieder reinwerfen, wie wir es am Wochenende gemacht haben, und unser Spiel durchzudrücken und sie einfach bearbeiten und von Anfang an, glaube ich, klarstellen, dass die Punkte hier bleiben. Und dann kannst du so eine Mannschaft auch beeindrucken. Und ja, zweite Mannschaft weiß nie, was du kommst. Kann sein, dass wir hergespielt werden und hinterherlaufen lange, lange Zeit und leiden müssen, wenn die einen guten Tag haben. Und umgekehrt kann man aber auch, wenn wir einen guten Tag haben, ja, das mit denen veranstalten. Und deswegen liegt es an uns, irgendwo da dann für den Ausgang zu sorgen, der für uns dann der positive ist. Das war unsere Eingangsrunde. Kommen wir jetzt zu den Fragen. Ja, Tobi, es gibt so ein paar Regeln im Fußball. Es wird 11 gegen 11 gespielt, der Ball ist rund und egal wie viele neue kommen, Tobias Jennecke spielt trotzdem. Wie sicher macht dich denn diese Regel? Und ein bisschen Spaß beiseite. Wie schaffst du das, ja doch jetzt schon ein bisschen fortgeschritten im Fußballalter, diese enorme Fitness dann doch zu bringen? Weil wir wissen ja alle, so der Trainingsweltmeister bist du jetzt auch nicht. Ja, klar, ist schon auch, gucke ich im Sommer aufs Handy und sehe dann, ah, guck mal, die haben wieder den geholt und wieder den geholt und freue mich natürlich nicht darüber, ist ja glaube ich auch normal. Auf der anderen Seite gehört es einfach zum Fußballer zu, dafür bin ich auch schon zu lange dabei. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es Fitness ist, es ist eher so Lockerheit, die man mittlerweile hat. Und ja, nein, ich wusste ja, was jetzt auf uns zukommt, das ist jedes Jahr irgendwo auch immer das Gleiche, dass du neue Spieler holst, die haben Qualität. Die haben Anspruch und den Anspruch haben alte Spieler halt auch und ich halt auch und ich habe schon noch Lust und ich will auch noch kicken und habe es einfach versucht, so schnell wie möglich zu machen, da eine Entscheidung zu treffen, auch fürs Trainerteam. Und ich glaube, eine ganz, ganz große Stärke dieses Jahr kann einfach für uns als Mannschaft diese Ausgeglichenheit sein im Kader. Also die birgt auch Gefahren, ganz klar, aber ich glaube, jetzt die ersten beiden Spiele haben es auch schon ganz deutlich gezeigt, wie wichtig das einfach ist, dass man bei 5 möglichen Wechseln ja, einfach, dass man Qualität auch nachbringen kann. Und ja, jetzt hat das Schicksal gut mit mir gemeint, mit Manu weniger. Und da muss man einfach auch da sein und performen. Und ja, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Das macht Lust auf mehr. Und gerade auch so eine englische Woche ist, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt für alle Spieler, Spielminuten zu sammeln und mit so einer Gewissheit ins Spiel zu gehen, dass man halt nicht 90 Minuten spielt, weil die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch ist und was auch gar nicht schlimm ist. Weil draußen auch gute Jungs sitzen, die auch Bock haben und eine Berechtigung haben zu spielen. Und deswegen ja, freue ich mich einfach auf die nächsten Spiele. Du, jetzt haben wir ja gehört, dass der Tobi spielen wird. Wird er auch dann spielen, wenn Manu fit ist? Weil er hat ihn ja jetzt ersetzt in den letzten Spielen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass Tobi spielen wird. Das wurde irgendwo von aus. Oh. Ja, das ist ja was anderes. Ja. Ja, das ist ja eine andere Nummer. Ob etwas vorausgesetzt wird, darüber spekuliert wird oder ob es tatsächlich so ist. Aber ja, das kann ich sagen. Aber das hat überhaupt nichts mit dem Jubiläum zu tun, von dem ich gerade jetzt hier erfahren habe. Aber Tobi Jennecke wird spielen, ja. Und ich habe es eben anmoderiert. Also bei Manuel Zeitz weiß ich noch gar nichts. Wir haben gestern bestimmt eine halbe Stunde miteinander telefoniert und ich kann überhaupt nicht voraussagen, wie er auf Belastung reagiert und ob er tatsächlich morgen eine Option ist und wenn, für welchen Zeitraum. Herr Koschinat, eine Personalie haben Sie noch gar nicht erwähnt, das ist die von Marvin Kuni. Er steht erstmals zur Verfügung. Wird er starten oder eher so die Option im Hinterhand, in der Hinterhand? Oder wollen Sie es noch? Doch, auch dazu bekenne ich mich. Auch Marvin Kuni, kann ich sagen, wird starten, ja. Wir haben relativ viel über angeschlagene Spieler gesprochen. Sie hatten vor der Saison mal gesagt, man muss bei Steven Zellner aufpassen, wie die Belastungsstörung ist. Er hat jetzt Vorbereitung auch wieder mit ein paar Problemen gehabt, war beim ersten Spiel raus. Wie hat er denn diese sehr intensiven 90 Minuten verkraftet? Er hat gestern, sofern das erkennbar war, glaube ich, ganz normal alles mitgemacht. Ja. Überraschend gut, aber über Steven in Bezug auf eine Prognose zu sprechen, macht wenig Sinn, weil es einfach in der Vergangenheit sehr häufig schon so war, dass eigentlich eher kleinere Belastungen dann doch zu einer Reaktion des Knies geführt haben und umgekehrt eher große Belastungen dann gut
überstanden hat. Jetzt ist es tatsächlich so gewesen, dass diese intensiven 90 Minuten in Elversberg ihm kein Problem bereitet haben. Ich glaube, der entscheidendste Faktor bei Zelle war einfach, dass wir jetzt nicht an ganz, ganz vielen Baustellen arbeiten müssen, sondern dass diese Bauchmuskelproblematik wirklich komplett ausgestanden ist, ihm überhaupt keine Probleme gemacht hat. Und deswegen müssen wir immer nur entscheiden, in welcher Intensität arbeiten wir mit ihm in der Woche und wie hat das Knie auf hohe Belastungen reagiert. Und das sah gestern gut aus. Dankeschön. Wir stehen hier morgen damit. Die erste von Borussia Dortmund hat ja einen relativ breiten Kader, dass da auch Spieler aus der ersten dabei sind, die im Profitraining sind. Die haben ja sowieso auch Profitraining. Also da wird es wahrscheinlich qualitativ keinen großen Unterschied geben, wenn dann welche auf die Nummern 18 bis 25 aus dem Profikader dabei sind. Womit ist damit zu rechnen? Ich will nicht spekulieren, aber ich würde mal genau das Gegenteil behaupten. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Profiabteilung von Borussia Dortmund auf wichtige Spieler von Dienstag bis Donnerstag verzichtet, wenn sie bereits Freitag in Freiburg spielt. Denn irgendwo musst du ja auch als Trainer der ersten Mannschaft versuchen, eine gewisse Trainingsqualität auf den Platz zu bringen, vielleicht mal in größeren Spielformen zu arbeiten. Und das heißt ja dann automatisch, dass Profis, die eigentlich im Kader eher so auf der Position 15 bis 20 stehen, dann über drei Tage im Betrieb fehlen werden. Deswegen ist die Regel, nochmal, wir müssen vorsichtig sein, aber gerade bei der Borussia eher die, dass ein Spiel in der Woche nicht so sehr mit Profiabstellungen versehen ist. Ich habe keine Kenntnisse darüber, ob möglicherweise Profis unbedingt ein Spiel benötigen, weil sie noch gar keine wirkliche Option für die erste Mannschaft sind. Da gibt es einige Namen, aber ich konnte nicht herauskriegen, ob das der Fall ist. Insofern ist es wie immer bei einer zweiten Mannschaft auch eine gewisse Form von Überraschung. Noch eine Frage an Tobi, die muss kommen, er lacht schon. Dein ehemaliger Mitspieler, ich lüfte jetzt mal ein Geheimnis, Sascha Wenninger war es, der hat dir den Spitznamen Silberrücken verpasst. Du hast das mal vehement abgestritten. Was macht denn dich als Silberrücken in dieser Mannschaft aus? Ah ja, darüber kann ich ja lachen. Nee, keine Ahnung, also wir haben es ja jedes Mal, glaube ich, wenn ich hier sitze, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Manchmal auch im Graubereich, das weiß ich auch, aber nee, macht einfach Spaß mit den Jungs. Gerade jetzt auch noch tatsächlich einen älteren Kollegen dazugewonnen mit Mike Franz, ist ja auch mal was Schönes. Viele Familienväter jetzt auch in der Mannschaft. Nein, ich glaube, das ist das, wovon wir seit Jahren hier leben, dass einfach die Mannschaft immer funktioniert, dass wir untereinander einfach gut harmonieren und dass es jedem Einzelnen, glaube ich, leicht macht, auch sich in der Mannschaft so zurechtzufinden und wohlzufühlen. Und das geht mir genauso. Und so groß was Besonderes als Silberrücken mache ich jetzt, glaube ich, gar nicht, außer vielleicht mal einen dummen Spruch oder mal einen kleinen Spaß. Oh, Thomas Lipke von der Bild-Zeitung fragt aus der Ferne, wie du zum Rotationsprinzip stehst in einer englischen Woche, ob du das eher moderat machst oder das Thema Rotation explizit nutzen willst. Also nicht als Mittel zum Zweck, aber ich habe ja schon häufiger gesagt, dass aus meiner Sicht der Kader sowohl in der Qualität als auch in der Breite unheimlich viel abbildet, dass wir aber, und das ist ja ein offenes Geheimnis, einfach uns bei einzelnen Spielern über eine Belastungssteuerung unterhalten müssen. Und Tobi hat das eben auch sehr, sehr positiv angesprochen. Es wird kein Spieler permanent dem Trainer auf den Rücken klopfen und sagen, deine Entscheidung, mich heute draußen zu lassen, ist zu 100% richtig. Ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber sich dann eben mit einer veränderten Aufgabe zu identifizieren, von der Bank zu kommen, das ist ein wichtiger Faktor. Das haben wir schon sehr, sehr häufig gesehen. Und Spieler, die das dann besonders gut machen, in einer englischen Woche auch entsprechend zu berücksichtigen, ist ja auch etwas Wichtiges. Aber nochmal, nicht unter dem Zweck, da jedem gerecht zu werden und irgendwo Spielminuten zu verteilen, sondern wirklich unter dem Aspekt, eine frische, eine gut ausbalancierte, auf den jeweiligen Gegner passende Mannschaft auf den Platz zu bringen. Ich glaube, dass bei uns die Leistungsunterschiede auf den einzelnen Positionen sehr, sehr eng sind. Irgendwo jeder so seine Berechtigung hat zu spielen, jeder auch seine Qualitäten hat. Das Interessante vielleicht, dass Spieler
gar nicht so sehr 1:1 vergleichbar sind, sondern dass sie eben unterschiedliche Qualitäten auch in diese Mannschaft bringen. Und das dann richtig auszubalancieren, das sehe ich als meine Aufgabe an. Und das in einer englischen Woche natürlich im besonderen Maße, weil wir haben gerade darüber gesprochen, dass eben ja, bis kurz vor Anstoß eben auch es Unsicherheiten gibt, ob Spieler überhaupt belastbar sind und wenn in welcher Form. Und da tendiere ich ganz klar dazu, in einer solchen englischen Woche in der Mitte Spieler einzusetzen, die sich wirklich 100% fit melden. Also auch schon mit Blick auf den Samstag? Ja, ganz grundsätzlich mit dem Blick auf die Saison, denn wir haben in der jetzigen Phase der Saison wenig davon, quasi sehenden Auges einen Spieler in den Wettkampf zu schicken, der danach längerfristig ausfällt. Weitere Fragen sind nicht erkennbar. Kommen wir zu den Rahmenbedingungen. Aktuell knapp 8.100 Karten abgesetzt. Wir gehen von einem etwa gleich hohen Zuschaueraufkommen wie gegen Ferl aus. Ich wurde gebeten, noch mal extra den Hinweis zu geben, dass es sich um ein Abendspiel mit Feierabendverkehr handelt, dass man entsprechend seine Anreisepläne darauf einstellt, dass es ein bisschen eng werden kann. Deswegen benutzt gerne unsere Saarbahn, unsere Busse, öffentliche Verkehrsmittel, das HVV-Ticket und reist rechtzeitig an. Spielbeginn 19 Uhr, Übertragung auf Magenta in unserem Radio und später dann beim SR in, ich glaube, in 21:45. Erste Bilder im freien Fernsehen. Das war's von uns für heute. Wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder und bis dahin eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.